Möchtest du in der Lage sein, deinen QR-Code zu erstellen für WhatsApp? Dann bist du genau hier richtig. Denn in diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie das geht. Wir brauchen als allererstes natürlich unsere WhatsApp-App. Für iPhone ganz normal im App Store runterladen, für Android ganz normal im Google Play Store runterladen. Wir klicken einmal auf WhatsApp und dann siehst du erstmal hier meinen Status. Wir gehen aber natürlich auf Einstellungen und bei den Einstellungen oben rechts siehst du auch schon einen kleinen QR-Code neben deinem Status bzw. deine Bio sozusagen. Und da klickst du einmal hier oben auf den kleinen blauen runden Button und dann siehst du auch schon hier dein WhatsApp QR-Code. Mein Code ist natürlich gerade privat, weil ich das so eingestellt habe. Es ist aber sehr simpel. Du kannst es einfach in den Einstellungen ganz normal für alle zugänglich machen. Und dann siehst du ganz oben hier dein Profilbild, ne, deinen kleinen Status und dein QR-Code. Ne, wenn du das mit jemandem teilst, kannst du diese Person dann mit deiner WhatsApp-Kamera scannen lassen, um dich als Kontakt eben hinzuzufügen. Du kannst den QR-Code zurücksetzen oder du kannst auch selber bei jemand anderen dann scannen. Dafür klickst du hier unten auf Scan und dann siehst du auch schon die Kamera hier und könntest rein theoretisch dein QR-Code von deinem Kumpel, von deiner Freundin und so weiter oder von einer anderen Person, die du gerade neu kennengelernt hast, einscannen und dann hast du dann den Kontakt ganz simpel eingespeichert, ohne erst die Telefonnummer eingeben zu müssen und am Ende merkst du, okay, die ist dann doch falsch, weil man einen Zahlendreher drin hatte. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen, sehr, sehr simpel und wenn du noch weitere Informationen zu WhatsApp wissen möchtest, verlinke ich dir hier in der Endcard ein weiteres Video.